Ich habe am Freitag gestreamt auf twitch.tv/catchmeyers. Gerne vorbeischauen, Leute. Von Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr, Daily Streams. Wow, das ging schnell. Und dann hat ein Zuschauer gefragt, hey, was sagst du eigentlich immer in deinen Intros? Und ich dachte mir so, what? In meinem Intro sage ich immer so viel wie, Catchmeyers, du bist da. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Video für mich. Und in diesem Video wir kaufen die Modern Warfare 2. Das versteht man doch, oder? Also ich kann es auch langsam abspielen. Catchmeyers, du bist da. Und jetzt kommen wir zu einer neuen Video für mich. Und in diesem Video wir kaufen die Modern Warfare 2. Boah, ich merke gerade, man versteht echt gar nichts. Und deswegen werden wir heute die Begrüßung machen in Slow Motion. Also ich werde in Slow Motion reden und mit Untertiteln. Und wenn noch einmal jemand in den Kommentaren fragt, hey, was sagst du in dein Intro? Dich werde ich fassen. Dich werde ich fassen? Oh, das war eine schlechte Bedrohung. Catch my ass oder verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. So. Ist es jetzt langsam genug? Catch us oder bis dahin. Let's go zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video ist ein Call of Duty Warzone 2.0. Und wir werden heute totally the same Battle Royale spielen. An dem Tag, wo ich aufnehme, ist ein Samstag, 1. April. Happy Halloween. Nee, warte, das war falsch. Und ihr müsst euch vorstellen, da steht übersetzt einfach, dass es normales Battle Royale ist. Einfach normales Battle Royale ein Mazda. Aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich habe bisher nirgendwo irgendwas dazu gesehen zu diesem Spiel. Ich hoffe, COD Warzone oder halt Call of Duty hat irgendwas richtig Geiles hier reingepackt und dass es nicht normales COD ist, okay? Es darf nicht normales Battle Royale sein. Ich hoffe, die haben was Geiles reingepackt. Wir suchen eine Lobby. Leute, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, die verkacken es nicht. Ich hoffe, das ist nicht so ein Plot-Twist, dass sie irgendwie so sagen, ja, es ist wirklich normales Battle Royale. Da ist nichts Besonderes dran. Ich hoffe, die machen nicht sowas, sondern die packen was Geiles rein. Let's go. Okay, komm schon. Irgendwas Neues? Okay. Nur Lags. Mehr auch nicht. Es ist die ganz normale Al-Masra-Map. Hat sich hier irgendwas verändert? Wait, ist es ein Hacker? Warte, was? Was ist gerade passiert? Ist das der Aprilwitz? Ist das der Aprilschatz? Man kann hier fliegen? Okay, Leute. Wir stürzen uns rein. Deiner ist made in Italy. Okay. Deiner ist Kors. Alright. Cooler Name, Bro. Und deiner ist Daddy. Ja, was denn auch sonst? Leute, das ist mein Team. Let's go. CMA, made in Italia, Corso und Daddy. Okay, ich würde einfach mal sagen, ich droppe mal nicht mit meinem Team. Wobei, ich muss schon ein bisschen überleben, ne? Aber ich weiß nicht, was ist hier die Wave? Gibt es hier einfach wirklich nur No Gravity? Ist so das Ding? Das war's? Gerade Angst, dass ich jetzt auf dem Boden lande. Was wird dann passieren? Ich schlag mal einfach hier auf den Boden. Okay. Ja. Man kann einfach fliegen. Man hat einfach... Oh mein Gott, wie cool. Das Problem ist halt, das war's eigentlich, oder? Also, haben sie nur das reingepackt? Am 1. April nur das? Das war's? Totally normal Battle Royale. Sorry, da wollte ich einmal witzig sein. Wie ist hier ein Prezi-Luftschlag? Warte, das muss ich jetzt testen. Was passiert mit dem Prezi-Luftschlag? Das wäre auch cool, wenn sie es verändert haben. Bitte. Haben die irgendwas verändert? Komm schon, Mann, das wäre cool. Schade, ich dachte, es kommt irgendwie so ein Weihnachtsmann oder sowas. Oh, ist das langweilig. Okay, also was haben sich verändert? Man hat aber jetzt keine Gravity. Man ist jetzt sozusagen auf dem Mond. Kann man kurz gesagt sagen. Alles hier ist noch auf dem Mond. Gott, ist das cool. Okay, man muss schon sagen, es ist cool. Warte mal, so, oh mein Gott. Und Jimmy! Ist das geil. Leute, zockt auf jeden Fall. Wobei, warte mal, wenn das Video online kommt, ist schon Sonntag. Das heißt, ihr könnt diesen Modus nicht mehr spielen, weil es höchstwahrscheinlich nur heute 24 Stunden aktiviert ist. Mein Fehler. Achtung, Leute, Jimmy! Das ist so geil. Yimmy. Okay, falsch, kann man immer noch aktivieren. Okay, warte mal. Und wow. Ist das geil. Wait, waren die Schafe schon immer tot? Ich sag mal so, hoffentlich sieht das die militante Veganerin nicht. Da gibt's eine Leiter, aber ich brauche keine Leiter, Leute, weil ich bin in Warzone. Wow. Oh mein Gott. Nein, kann man eigentlich überhaupt hoch? Warte mal, das muss ich kurz testen. 3, 2, 1. Oh. Komm schon, geh hoch, geh hoch. Oh, es geht sogar, let's fucking go. Und jetzt stellt euch mal vor, Leute, die würden diesen Witz, dieses No Gravity, einfach in Rebirth packen. Digga, da gäbe es Chaos. Also, Freunde, guck mal, wie geil das aussieht. Die schweben einfach durch die Luft, ist das cool. Warte, Bro, warte, ich komme. Woo. Ich frag mich gerade, gibt es Leute, die in diesen Modus reinjoinen und denken, die Leute hacken? Also, gibt es solche Idioten? Alright, wir gehen, glaube ich, Richtung Festung, das kann was werden. Oh mein Gott, sind die Bots oder die NPCs da auch am Fliegen? Das wäre geil. Digga, wie fährst du eigentlich, Bro? Kors, wie fährst du eigentlich? Hat er nicht mal einen Führerschein, Bro? Der hat nicht mal einen Führerschein. Guck ihn dir mal an. Warte mal, warte, das muss ich mal kurz testen. Ist es gecursed? Oder fährt er einfach nur dumm? Guck mal, wie die alle schweben. Guck mal. Der Modus ist so geil. Warte, das muss ich mal kurz testen. Ist es ganz normal? Man fährt hier ganz normal. Nein, fährt man nicht. Oh, es ist gekürzt. Man kann in dem Spiel auch kein Auto fahren. Oh mein Gott, ist das geil. Habt ihr jemals gedacht, dass man das in Warzone machen kann, Leute? Das hier ist das neue Warzone Al-Masra. Man hat hier einfach keine Gravity, Leute. Al-Masra ist jetzt auf dem Mond. Was nicht wirklich Sinn macht, weil man sonst, also man sieht, das macht nicht so ganz so viel Sinn. Guckt euch den. Guckt euch den an.
wie er fliegt. Oh mein Gott, ist das cool. Ich frage mich halt gerade, ob es auch hier noch sowas wie Fallschaden gibt. Weil eigentlich dürfte es keinen Fallschaden geben. Aber da das ist ein Gegner. Oh mein Gott, ich muss mein Team retten. Ich muss mein Team retten. Hier gibt's Action. Einen gedownt. Hier ist einer gedownt. Wieso renne ich rein? Wieso push rein wie der größte Idiot? Oh mein Gott, Frost holt mich. Okay, ich leite schon mal zu meinem Lodi. Let's go, wäre ich dich schon richtig. Oh nein, da landet auch jemand, da landet auch jemand. Scheiße, da landet schon jemand. Oh nein. Ich habe zu lange gebraucht für mein Lodi. Oh nein, hier gibt's ja noch den Gulag. Och nö. Warte mal, kann man hier fliegen? Hier kann man auch fliegen. Das ist so cool. Also ich muss sagen, Leute, die haben wenig hier verändert. Crossbow? Also ich muss sagen, Leute, die haben wenig verändert hier. Also nur dieses Gravity, aber es ist schon geil gemacht. Ist schon cool gemacht. Macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Ich muss ehrlich sagen, das könnte ich auch als Modus irgendwie beibehalten. Weil irgendwie würde ich das cool finden. Oh mein. Oh nein, ich flieg so langsam. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Hey, Bro. Fliegen. Scheiße. Was? Oh mein Gott, ist das dumm. Nein, was? Wie hat die die Flagge geholt? Hier ist mein Lodi. Ich hoffe, der wird nicht weggesnappt oder sowas. Ich hoffe es mal. Die Lodi ist am Start. Warte mal. Scheiße. Scheiße. Das sind mehrere, das sind mehrere. Ja, Mann, also ich sag mal so, ist cool gemacht, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Die hätten schon viel mehr Sachen machen können, die hätten es ein bisschen mehr abgefuckt machen können, wisst ihr, was ich meine? Die hätten irgendwie die Battle Bus reinpacken können, die hätten einfach das Flugzeug ändern können, sie hätten irgendwie ein paar Sachen, coole Sachen reinpacken können, haben sie ja nicht gemacht. Die haben nur, haben uns alle Hackerrechte gegeben, kurz gesagt, ne? Wir haben gehackt, kurz gesagt, wir waren am Hacken. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist das Video, ich glaube, das war halt diesmal ein kurzes Video, aber ich musste unbedingt diesen Modus hier spielen. Es ist einfach perfekt gepasst, jetzt zum 1. April. Gut, für euch passt es nicht, weil ihr den zweiten April habt und heute ist der 1. bei mir, also soll ich das Video überhaupt hochladen? Ich sag mal so, ihr schaut ja eh jeden Scheiß. Oh Mann, wieso schieße ich gegen meine Zuschauer? Auf jeden Fall, Leute, schaut gerne auf Twitch vorbei, ich von Montag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr gerne hier vorbeischauen. Lasst gerne ein Like da, wir sehen uns mal, macht's gut, ciao. I'm all in, Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bra on the ride, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me.